So, jetzt. Herzlich willkommen, liebe YouTube-Leute, und herzlich willkommen nochmal alle Leute im Livestream. Es ist schon wieder spät. Ich weiß, den Spruch hören wir in letzter Zeit sehr viel. Ich hoffe, ich sage irgendwann, Mensch, es ist heute früh. Das wäre mal recht toll. Mensch, ist das heute früh? Ja, aber im Moment können wir leider mal nur sagen, Mensch, ist das wieder spät? Aber schöner wäre mal zu sagen, Mensch, ist das heute früh? Das wäre toll, wenn wir das immer sagen können, oder? Ich hoffe, es kommt irgendwann diese Zeit, wo ich sagen kann, Mensch, ist das heute früh? Ich glaube, am Wochenende kommt meine Tochter, fällt mir gerade mal so ein. Und ich habe ja morgen Geburtstag. Und was wollte ich noch sagen? Irgendwas für, übrigens für die YouTube-Leute, wir haben ja gerade episch lang rumgequatscht. Ja, eigentlich wollte ich schon längst losspielen, aber wir hatten ja so Themen mit Frauen sollten kleiner sein als Männer, die Männer sollten größer sein, und das ist dann, wenn die Frau größer ist, dann ist es so, und wenn der Mann so ist, dann ist es so, dann hatten wir das Thema Clowns, ja, Clowns. Welch ein Zufall, dass wir gerade so ein Hintergrundbild irgendwie so ähnlich haben. Das ist schon auch so ein bisschen clownig. Jedenfalls hatten wir ein Thema Clowns, und die jetzt auch wohl nach Deutschland kommen sollen und Leute erschrecken. Daraufhin meinte ich, naja, hier bei uns in Neukölln jetzt eher nicht so viel, also seit ich hier wohne. Genau, ich habe recht, ist ja ein Clown da. Und wir in Neukölln, wir regeln das unter uns hier so. Also ich zeige das nochmal für die YouTube-Leute. Ja, handgeschnitzt. Und ja, also in Neukölln haben wir noch keine Clowns gesehen, muss ich mal sagen. Nur mal so zur Information. Und ja, das ist also, so ein Thema hatten wir gerade jetzt für die YouTube-Leute. Jetzt mal, ich packe mal die Keule wieder. Die Keule in der Hand, so Touchdown! Hat übrigens handgeschnitzt, ja, sieht er mit schönen Mustern drauf. Und soll ich sie von Nähern? Nee, ich sage nicht. Und so ein Thema. Dann hat man das Thema gehabt, und zwar hier, das. Ich wollte eigentlich heute Assassin's Creed spielen. Ja, habe schön installiert. Und dann kam aber der Spruch, bitte Schlüssel eingeben, ist ja auch legitim, dass man den Spruch bringt. Und dann sagte der aber, der Schlüssel wird schon verwendet. Also nichts mit Assassin's Creed spielen. Ich habe dann Ubisoft angeschrieben, ja, mein Schlüssel ist schon verwendet. Und habe den auch dann da, wo ich gekauft habe, also ich habe es ja bei eBay besorgt. Und habe den auch angeschrieben, aber bis jetzt keine Antworten bekommen. Habe dann auch Ubisoft den Link von dem Verkäufer gegeben, alles mal sehen, ob da was kommt. Weil ich kann ja beweisen, dass ich das Original habe. Ja, also, und von daher... Mal gucken, was passiert. Im Moment passiert nichts. Ich weiß nicht, wie langsam dort die Mühlen mahlen, die Mühlen der Gerechtigkeit. Sollten diese Mühlen der Gerechtigkeit nicht schneller mahlen, dann müsste Cosima praktisch wieder... Ja, praktisch. Aber, ja, praktisch zu anderen Maßnahmen greifen, um praktisch Assassin's Creed spielen zu können. Und muss ja nicht sein. Ja, so viel mal dazu. Und das wollte ich einfach mal für die YouTube-Leute sagen. Was hatten wir noch? Ich guck gerade, warte mal, wir hatten noch das Thema. Warte mal. Was? Kann ich lesen, Moment. Ah ja, wir müssen das erotische Thema noch behandeln. Opferaltar, Friseur, aber nicht jetzt, ist schon wieder zu spät. Ich weiß, es ist immer zu spät für diese wunderschönen erotischen Geschichten. Und jetzt ist noch eine neue dazugekommen. Und ich sag nur, Kaffeechen mit Keks. Ja, die nächste erotische Geschichte. Aber nicht jetzt. Also Kaffeechen mit Keks. Mehr dazu ein anderes Mal. Aber nicht jetzt, weil das ist auch schon viel zu spät. Also viel zu spät. Wir wollen jetzt noch ein bisschen spielen. Nicht an uns rum, aber vielleicht mit jemand anders. An jemand anders rumspielen. Eine andere Person, die nennt sich da nämlich Lara. Ja, wir wollen mit Lara ein bisschen rumspielen. An ihr rumspielen. Also mit ihr spielen und an ihr. Also ne, mit ihr und an ihr so herumspielen. Ist ja klar. Macht man ja bei Lara so. Ja, und ich weiß, ich traue mich gar nicht anzufangen. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen schüchtern irgendwie so. Übrigens, Hallöchen, alle Neuen und alle Alten und alle Verwirrten, und denkt dran, es legt sich mit der Zeit. Es dauert eine Weile. Es ist früh am Morgen, sagt Pika. Pika sagt Hallöchen und es ist früh am Morgen, sagt er. Nein! Ein ganz dafür Glas. Und Coach Bombay hat irgendwie gerade ein Recycling-Problem, glaube ich. Er bearbeitet gerade das Thema Recycling. Ja, das ist ein gutes Thema. Sollten wir bei Gelegenheit mal auffangen, dieses Thema, ja, geistig, um uns mal dem Thema Recycling zu nähern. Wir haben uns stromsparend Streaming machen. Wenn ich jetzt so meine Lampen hier so angucke. Aber gut, ich mache im Grunde genommen recyclingfreundliches, stromsparendes Livestreaming, kann man sagen. Doch, wirklich. Übrigens sehe ich gerade eine Fliege wieder. Die krabbelt direkt an der Lampe lang.
Und ich wette, wenn ich jetzt, so wie ich das Spiel starte, ist sie genau hier an der Stelle, genau hier, dass ich wieder den Spruch bringe, Fliege sitzt. Ich wette, den habe ich heute noch nicht gebracht. Die lässt auf sich warten heute, die Fliege. Die wartet bestimmt, dass die will auf die will. Ey, ich nehme schon auf übrigens, ich nehme mit auf, du kannst runterkommen jetzt. Du kannst jetzt diesen Fliege sitzt Platzspruch können wir jetzt bringen, wenn du willst. Cosi redet mit Fliegen. Tja, so ist das. Ich trinke immer direkt im Laden. Fuchsi will den Hasen sehen. Der Hase jagt. Nein, komm, ich zeig ihn nicht. Guck mal, du wirst verlangt. Komm, ich hol dich mal ran. So, guck mal, du wirst verlangt. Komm, wir zeig dich mal kurz. Wie geht's? Bist du schön brav gewesen? Ja? Ja, na klar, bist du brav. Und willst du denn die bösen Clowns jagen? Siehst du? Und was sagst du zu die Trolle? Findest du die? Wir haben auch immer Trolle hier bei uns im Chat. Wie findest du die denn? Findest du die lustig? Nein, du musst sagen nein! Du musst sagen nein! Oh, also wirklich mal, bist du auch ein Troll oder was? Also wirklich. So. Jetzt setz dich mal wieder hin, ich muss jetzt spielen. Außerdem ist ja nicht mein. Wie sagt man, es gehört nicht mir, ist nicht für mich sozusagen. Gehört ja meiner Tochter. So, ich glaube, die ist voll der Star, oder? Die ist voll der Star hier. Du bist voll der Star, hä? Wenn ich mal so bekannt wäre, wie ist bekannter, ist es ein Er oder eine Sie? Und wenn ja, was ist es denn? Und auf jeden Fall bist du schon bekannter wahrscheinlich. So, los, lass uns starten. Ah, ich muss umschalten. Oh Mann, ich muss umschalten. Achtung, konzentriert euch jetzt. Oh nein, ich habe mich lauter gemacht. Hör ich überhaupt was? Muss ich nochmal neu starten. Dann lass mal erstmal den Anfang. Wir werden es ja gleich hören. Ah, geht, okay. Bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wo wir stehen geblieben sind. Woo, Baby! Diddle. Kann ich den Anzug, den hätte ich auch gerne. Wenn ich dann wieder dünner bin. Hier, Buddy, Check und Co. Ich glaube, die Musik könnte noch ein bisschen lauter. Lara Croft. Ich glaube, die Musik kann noch lauter. Das heißt, wenn ich jetzt rausgehe, komme ich nicht rein und ich muss nochmal neu starten. Weil ich glaube, die muss lauter. Warte mal, Leute. Scheiße, verkackt. Ist ja auch ein Ding. Nee, die ist volle Lautstärke. Mist, dann habe ich es doppelt verkackt. Rein komme ich nicht mehr, oder? Ja, dachte ich mir. Rein kommt man nicht mehr. Habe ich mir gedacht. Also nochmal schnell neu starten. Los jetzt! Oh nein, wieder raus. Ich muss den Timer noch setzen, oder? Wir müssen mitdenken, Leute. Lass uns mal einen Timer, lass uns mal 30 Minuten spielen. Lass mal 30 Minuten so spielen. Ich will noch ein anderes Spiel vielleicht machen. Wenn ich dann mich noch gut fühle, noch schön frisch. Da. Wir machen erstmal laden und dann. Wir könnten zwar gleich fortsetzen, aber wir trauen dem System nicht. Und laden lieber und dann spielen. So wie wir es gelernt haben. Speichern, laden. So haben wir es gelernt. So kann nie was schieflaufen. Wenn Speichern, laden möglich ist. Ansonsten, ja, Pechsache. Lara, wie geht's dir überhaupt? Hallöchen. Jetzt sind wir wieder da. Fuchsli, Schlafchen, träum was Schönes. Na. Geht's los, wir spielen Lara, ja. Okay, so, Kassasan. Wenn ich nicht mich sein, wenn ich eine Mann, ich mich nicht sein, was ich mit mir nach Hause. Ja. Okay.
Eigentlich müssen wir auch mal wieder zu Lara Croft nach Hause gehen. Wir waren schon lange nicht mehr auf ihren Home, in ihrer Base gewesen. Na los. Oh Mann, wie geht's denn weiter? Ich weiß gar nicht. Habe ich das mit Controller gespielt? Ich weiß es nicht mehr. Oh nein, der Controller. Och komm, hör doch auf jetzt, ey. Der Controller ist nicht angeschlossen. No, nö, ey. Ey, nö. Alles live, Leute. Alles live. Ungeschnitten. Alles live. Live ist live. Man kann mit Tastatur spielen. Die Maus ist zu schnell. Oh. Oder spiele ich mit Tastatur? Ich habe doch mit... Oder geht's jetzt noch? Natürlich nicht. Habe ich das mit Controller gespielt? Ich kann doch, ich habe das manchmal... Ja, ich hab's mit Controller gespielt. Baby. Kannst du es bitte nochmal machen? Aber wir müssen dich leider kurz nochmal verlassen, Lara. Wir kommen aber gleich wieder, Lara, um mit dir weiterzuspielen. Aber leider hat Cosima einen Fehler gemacht. Tut mir leid, Lara, ich weiß, ich meine schon. Klappe die dritte. Was lange währt, wird endlich gut. Irgendwie ist jetzt... Boah, was ist denn jetzt passiert? So, jetzt. Und nochmal los. Da, 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 da. Nein! Ach so, ich war schon da. Da, da, da. Nein, Holly, nein. Tada. Dann los. So. Ich kann mich an Controller aber ehrlich gesagt nicht so erinnern. Ich habe echt... Krieg ich Alzheimer oder sowas? Aber hier war ich doch schon gewesen. Geht der ganze Stress nochmal von vorne los? Ich war doch hier schon gewesen. Ich war hier doch schon gewesen, Mann. Scheiße. Dann müssen wir mal genießen. Wir sagen erstmal Lara los. Hallöchen, Lara, wie geht's dir denn so? Wir haben dich vermisst. Da muss ich das jetzt nochmal alles spielen? Ach nee, jetzt fällt es mir wieder ein. Stimmt, ich muss da hoch. Ich wollte gerade sagen, was ist denn... Ich dachte, ich muss jetzt nochmal runter ins Lager alles platt machen. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich muss da irgendwo hoch, darüber und die Eisenbahn erwischen. Jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Mensch, ist genau. Ich war gerade schon vorher voll die Panik bekommen, weil ich nochmal das ganze blöde Camp da unten platt machen muss. Aber dann muss ich aber noch was Feuchtes machen. Oh, guck mal, hier ist ganz kalt oder so. Gib mal Ausrufezeichen Cosima ein. Nee, nee, Holly, alles gut, ist alles richtig hier. So. Dann los. Lassen wir hier erstmal in Ruhe die Schnürsenkel zu. Und jetzt ein Sprung des Glaubens. Das heißt, wenn ich jetzt rüberspringe, geht der Stress los. Seid alle bereit für den Stress? Also ich nicht, aber ich muss ja. Jetzt ist aber gut mit den Schuhen, Spielerei da. Jetzt hören wir auf mit den Schuhen rumzuspielen. Oder spiel nochmal. Weil mit ihren Zöpfchen hinten, mit ihren Zopf, den sie hinten hat, muss ich original immer dran denken an Dungeon Siege. Das habe ich früher gespielt. Dungeon Siege oder wie es heißt. Und habe dann auch immer, mein Charakter hat auch so einen Zopf gehabt von hinten. Das hat genauso ausgesehen. Und... Gott sei Dank. Gott, lass uns erstmal die Aussicht genießen. Guck mal hier, was wir für eine geile Aussicht haben.
Ja, Mann, Baby. Hallöchen, Sarah. Hau doch nicht schon wieder so. Wir sollen nicht so viel. Habt ihr gesehen? So wie wir rumspannern, fängst du wieder an zu peitschen. Ja, das ist ein geiles Bild. Warte, da machen wir ein Bild von, warte. Wir stellen uns vor, dass wir ein Bild machen. Achtung. Lächeln. Das können wir als Coverbild vielleicht benutzen. Mal sehen. Achtung. So, Lara. Konzentrier dich mal jetzt ein bisschen. Ich muss da irgendwo rüber. Und wahrscheinlich den Zug erwischen. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Lara, so muss man sich als Lara Croft anziehen, oder? Cosplay. So, einfach hochspringen. Hü, hüpf. Oh Mann, das macht die sogar. Kann ich auch langsamer werden? Oh Mann, das habe ich aber abgeschwitzt gerade. Oh nein, da unten stehen sie schon. Ey, das ist ja wie bei GTA, wenn du vom Dach aus die Polizisten immer abknallst. ja. Wie war das doch gleich? Ja, die Berglandschaften sind echt schön gemacht. Zu der damaligen Zeit, ich meine, ist ja ein älteres Spiel, aber egal. Für die damalige Zeit war das geil gewesen. Vor allem die Musik dazu. Der Berg ruft! Von da oben sind wir gekommen. Genau von da sind wir gekommen, glaube ich. Und sind mit Fallschirm runtergesprungen. Und einmal sind wir böse aufgeditscht. Ich könnte eine Wache erledigen. Eine Wache könnte ich erledigen. Vielleicht. Wenn der nicht losrennt. Aber was dann? Oder ich gehe erst rüber. Ich glaube, ich sollte rübergehen. Komme ich da rüber? Ganz im Geheimen. Probier mal, Lara. Habt ihr das gesehen? Kann ich das Ding andersrum benutzen? Wahrscheinlich nicht. Aber ein Versuch ist ja wert. So geht gar nicht mehr. Oder? Doch. Beschäftigt sie! Schade. Könnt ihr mal hier rüber? Könnt ihr mal auf die andere Seite bitte kommen? Ich gehe rein. Hier drüben. Geht mal hier auf die Seite. Hier drüben. Hier bitte mal hinkommen. Ich bin hier. Feuer. Was? Feuer? Umgeht sie, tötet sie. Das ist überhaupt nicht nett, du Vogel, du. Hast du ein Schwein, das ich nicht weiter schießen kann? Ich würde dir so die Birne wegballern, du wirst danach nur noch Apfelmus auf den Schultern so sitzen. Du bist so eine Pfeife. Komm mal, komm du doch mal her, du Schisser, du. Komm du doch her, du Schisser. Oh, Granate. Ach, muss ich mir stehen geblieben. Autsch. Du bist ja doch hier. Ah, wäre ich mal auf dem Dach geblieben. Ich hätte auf dem Dach bleiben sollen. Die sind ja doch rumgekommen. Lauf doch mal rum. Hallo, ich kann nicht laufen. Warum kann ich nicht laufen? Ja, klar. Ja. Alter! Ich dachte schon. Lara, du, wegen dir muss ich brauchen noch Herztabletten, sag ich dir. Hü, hüpf! Hui! Schwupp!
So, jetzt wird's interessant. Hopp, weiter geht's. Kannst du auch irgendwie schwingen lassen oder anhalten nehmen? Mal, wie kann ich einen Granaten... Wie war das mit den Granatenwerfen? Ist sie noch hier? K drücken. Irgendwas gesehen? Fall dir in die Seite! Hat nicht funktioniert. Warum hat das nicht funktioniert? Oh, da ist ja einer. Greif von der Seite an. Fall dir in die Seite. Ah, du bist einer. Ja. Noch jemand. Bleib da. Der Zug fährt ab? Der Zug fährt ab. Ja und du? Beeil dich lieber, sonst verpasst du deinen Zug. Schnell, lass nicht zu, dass Armand das zuerst ankommt. Ah, ich hätte den Zug doch erreichen sollen. Ziel in Reichweite. Spring! Lauf doch mal, lauf doch mal! Was war denn das gerade? Wow, Matrix-Effekt, der war ja geil. Was war denn das gerade? Das war ja geil. Mach's gut, Kollege, ich muss jetzt zum Zug. Mann, lauf doch mal, hallo! Oh, ja, und jetzt? Was denn jetzt? Ey, ich war gerade mitten am Fighten gewesen. Mann, was war ich wieder gut gewesen? Klappe die dritte! Hau, rupf! Das darf doch nicht wahr sein, hä? Grüezi, fix mal eine Date, Saubur! Da legst du aber nieder, hä? Jetzt aber, ich bin fit, ich bin gut drauf, mit den anderen nehme ich es locker auf. Hüpf. Ich sehe sie! Ich nicht! So, jetzt habt ihr aber... Ja, der Zug fährt ab. Nun lass... Ich bin am Schießen gerade. Geh doch mal, fahr doch mal, flieg doch mal. Nicht da! Oh, scheiße! Hör mal auf zu springen, du machst die ganzen Pferde voll. Warum triffst du denn nicht? Hallo, der steht doch da oben! No! Lara! Granate! Was denn jetzt? Muss denn wahrscheinlich den Zug erreichen. Zandia, Hallöchen! Mist, 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 Mist! Hü! Oh, mach doch nicht so eine Dinger, Mann. Hör mal auf jetzt mal mit. Ey, du machst mich fertig. Warum macht die Frau mich eigentlich immer so fertig? Lara, wann heiraten wir? Hü, hüpf. Oh, hör mal auf, Lara. Lara, hör mal auf jetzt. Du machst mich völlig fertig. Jetzt lass uns den Zug erwischen. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Und hoch die... muss ich sagen, hoch die Haxen. Hoch die Tassen. Mann, geiler. Okay, Mann, ich muss sofort los. Ja, ja, Feuer. Los jetzt. Ach ja. Der war gut. Also, tschüss. Ist ja noch zu. Wir sind nah genug dran. Erschießt sie. Tötet die Schlacht. Gut. Geh, drück E! Mach E! Den Zug! Jetzt E drücken! Schießt endlich! Hab ich's geschafft? Ich hab's geschafft. Och nö!
Was soll ich machen? Was war das? Was ist hier los? Die kuppeln die Waggons ab. Oh nein, da war ein Baum dran. Halt die Schnauze! Oh nee! Tötet euch selber, Mann! Lass mich in Ruhe! Ich will nur den Zug erreichen, ich habe Fahrkarte vergessen. Mann, wie lang ist denn dieser Zug und wo endet der? Meine Augen. Gib Gas, Lara! Leg einen Gang zu! Da sind Dinger. Da waren Helden, heile Dinger gewesen. Da! Hat der das jetzt kaputt geschossen? Scheiße! Lieber wieder zum Zug zurück. Mann, muss dann das Ende jetzt. Oh, da sind ja noch mehr. Ach, daneben! Mann, nimmt das auch mal ein Ende mit dem Zug, oder was? Das ist aber gemein, so was sagt man nicht zu einer Frau. Du räudiger Hund. Du Hund einer räudigen Mutter. Du Nichtsnutz. Du Troll, du. Du Flamer. Oh, die Ehe. Und da fliegt sein Motorrad hinfort von ihm. Und ich hab... Was siehst du? Wir haben ein paar Waggons abgekuppelt und blockieren den Tunnel. Aber ich glaube, ich habe da vorne eine Abzweigung gesehen. Oh, nee. Och, nö. Nein! Pass bloß auf, dass du nicht runterfällst, Lara. Nee, Mann, das ist nicht in Ordnung. Das ist... Ich glaube... Da sind die. Nicht drauf schießen. Ja, ich fahr doch schon, Mann. Nein, oh nein, Mann, oh nein. Oh, nochmal gleich. Moment. Ja, nee, sag jetzt nicht. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Sowas kriegt doch nur Cosi fertig. Prost. Hypnos World. Immer passieren außergewöhnliche Dinge nur bei Hypnos World. Ich möchte doch auch nur normal sein. Kann ich nicht auch einfach dazugehören? Ich will auch normal sein. Warum? Was ist los? Oh! Ach ja, jetzt ist Geburtstag, ja? Dankeschön!
Ihr seht ja gerade, was hier los ist. Dankeschön. Danke, danke, Mensch. Ich bin gerade etwas verwirrt, wie ihr gerade sehen könnt. Hey, wollen wir ein Geburtstagslied anmachen? Geht jetzt aber leider nicht, weil ich habe leider, ey, ich habe jetzt einen Bagger, Leute, ich habe hier... Da ist nichts zu machen, Leute. Da ist nichts zu machen. Jetzt mit dem Chat interagieren. Ah, Mann, ist das eine Scheiße hier. Was ist denn nette Mann? Oh, ich war Halleluja, ey, Halleluja. Kann ich mich irgendwie selber umbringen oder sowas? Ich bin ja am Sterben. Der ewige Tod. So sieht der ewige Tod aus. Verdammter Mist. Cousin, wie hast du das geschafft? Ja, das frage ich mich auch. Das ist unglaublich, oder? Das ist... Ich... Ach, lieber Gott, lieber Gott. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in die Hölle komme. Mal Saarland lenken vielleicht. Keine Chance. Vielleicht Gas geben? Springen vielleicht? Motorrad verlassen. Weil die YouTube-Community muss auch was von mir. Granate werfen? Keine Chance, Leute. Keine Chance. Alter Falter. Ey, vor allen Dingen komme ich auch nicht mehr raus. Ich komme nicht mehr raus. Alter Falter. Und jetzt? Was ist jetzt passiert? Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt passiert? Warum bin ich denn jetzt da gelandet? Hä? Warum bin ich denn jetzt da gelandet? Warum bin ich jetzt bei Steam gelandet? Was ist denn jetzt los? Hey, was ist denn jetzt los? Ich bin aus meinem Spiel rausgeworfen worden. Was ist denn mit Steam jetzt plötzlich los? Warum bin ich denn jetzt bei Steam gelandet? Danke übrigens für die ganz vielen Wünsche. Was ist denn jetzt los hier? Da rausgehen wir. Was willst du von mir? Geh mal weg, ich bin am Spielen hier. Hallo. Was ist denn das jetzt? Picture verlassen. Was war denn das jetzt gewesen? Finde den Mittelbutton von Controller, damit gehst du auf Steam. Echt jetzt? Mann, jetzt bin ich auf meinem Finger. Jetzt ist das Spiel abgekackt. Jetzt ist alles abgekackt. Jetzt muss ich nochmal neu anfangen. Ich krieg eine Krise, Mann, ey. Ich krieg eine Krise. Oh, Mann, ey. Mann, oh, Mann, oh, Mann. Jetzt ist das Spiel abgekackt. Oh nee, ey, das darf doch alles ja nicht wahr sein. Jetzt kann ich das Spiel abbrechen. Scheiße. Ich weiß gar nicht, was los ist. Was ist eigentlich schon wieder los hier? Jetzt ist alles umsonst gewesen. Oh, ich habe so gekämpft, Mann. Ich habe so gekämpft und alles. Ah, warte. Nee, können wir nicht. Sonst hätte ich jetzt ein Geburtstagslied. Hätte ich ein Geburtstagslied spielen können. Geht aber nicht. Wir nehmen ja auf. Wir nehmen ja auf noch. Sind die 20 Minuten eigentlich schon rum, die wir aufnehmen? Nee, noch, geht noch ein bisschen. Mann. Nochmal. Ich bin total jetzt verwirrt gerade. Habt ihr gerade die Macke gesehen?
Das können wir abbrechen. Das haben wir ja schon. Also ich mach mal Spiel fortsetzen. Mal gucken, was passiert bei Spiel fortsetzen. Mal gucken, was passiert. Ist jetzt nicht wahr. Kommst noch nicht mal raus, vor allen Dingen. Du hast voll Game Over. Das Ding ist total verkackt. Das ist total verkackt, das Ding. Aber richtig übel. Und ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Ich suchte es seit Stunden, dann habe ich es gefunden. Jetzt los. Es wurde festgestellt, dass das Programm nicht richtig ausgeführt wird. Wirklich nicht? Hab ich noch nie mitbekommen. Mensch, ihr hättet mir erst heute Abend gratulieren müssen, Mensch. Ist doch viel zu früh noch. Es ist doch noch Mittwoch, Mensch. Es ist doch noch Mittwoch. Jetzt muss ich extra neu laden hier. Mist. Gott sei Dank haben wir diese Abspeicherung. Das heißt, alles nochmal von vorne. Ja. Ein Sprung des Glaubens. Mann, ich habe Angst. Ich will dieses Motorrad-Dings nicht machen. Kann ich nicht einfach nur laufen und schießen? Wow. Geburtstag. Der schießt schon. Man schießt doch nicht auf Frauen. Das heißt aber jetzt gemein von euch. Und warum kann ich euch eigentlich keine Granate schmeißen? Das verstehe ich nicht. Du hast mal Lara. Lara, dein Schieß. Oh. Halt dir in die Flanke! Knallt sie ab! Beschäftigt sie! Da. Ah, die kann ich erwischen. Sehr gut. Beschäftigt sie! Findet sie! Oh. Irgendwas gesehen? Nein! Ja! Direkt vor der Nase. Ah, der Zug fährt ab. Muss jetzt. Lauf, Lara, lauf! Wo ist denn jetzt der Zug? Oh, lauf, Lara! Oh. Sag mal. Du läufst da so langsam, dann lauf doch mal, der Zug fährt schon los. Vergiss den Zug. Ich hab eine bessere Idee. Ja, das ging gut. Okay, jetzt. Ich muss sehen, dass ich die Dinger erwische. Diese komischen heile Dinger da. Mal sehen, ob ich Glück habe. Was war das? Was ist hier los? Die kuppeln die Waggons ab. Wir sind nah genug dran. Hast du erwischt? Da. Ah, scheiße. Töte dich selber, du Nappel, du. Edge! Loser! Oh ne, seh ich auch. Jetzt.
Ja, eins erwischt. Wenigstens eins erwischt. Das war scheiße gewesen. Oh Mann, hör doch mal auf! Ja, na klar, mach Mann, ey. Hör doch auf jetzt. Ja, ich geb doch schon Gas, Mann. Mich, warum musst du eigentlich in jeden Baum fahren? Hör doch mal auf, wie viel immer. Jetzt habe ich keine mehr. Scheiße, jetzt, Agro, jetzt. Gib mir mal bitte zwei so eine Lebensdinger, Mann. Hau ab, Mann, zieh Leine, kauf dir eine Frau. So. Och, die, nee. Nix. Sie haben ein paar Waggons abgekuppelt und blockieren den Tunnel. Aber ich glaube, ich habe da vorne eine Abzweigung gesehen. Ja! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Wechsel mich da. Das ist ja schon mal. Vielleicht sollte ich hier abspeichern. Ah, schön, dann. Ah, ja, Speichere ich mal an der Stelle, falls wieder diese Macke kommt. Ist das dann noch richtig? Wir machen mal lieber einen neuen Spielstand. Timo gerade. Oh, Xander fragt schon nach nächste Spiele. Ich hatte noch Volt, kommt vielleicht ja an. Timo, aber Lula 3D gibt es ja auf YouTube. Los jetzt. Nach oben, ne? Du hast gut reden, Kollege. Bretterbude! Da wäre gut. Ja, Baby, mach das nochmal! Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann! Fang jetzt wieder von ganz nach vorne an, habe ich wenigstens mal einen Teilbereich davon schon mal geschafft. Ne, ich fange wieder ganz von vorne an. Ja, fahr schön daneben. Ja, klar doch. Klar doch. Mach das aber, ich will es haben. Schön. Voll gegen die Wand. Okay. Jetzt sollte ich ruhiger werden. Ach man, hör doch auf jetzt. Ich will dieses Kastending da haben, Mann. Verdammter Hosenboden. Ja, und jetzt Gas. Ja, schön, schön, schön. Du machst mich da fertig in den Kopf. Okay, dann lass halt sein, diese. Los jetzt. Mann, du fahr, gib Gas. Junge, ja, genau, ja! Yeah! Der ich ist Mutterrad, ne? Cosima, du solltest dich konzentrieren. Du hast es doch drauf. Lass mich wenigstens den Abschnitt. Ja, Kontrollpunkt erreicht. Gott sei Dank. Da mittendurch, mittendurch. Ja. Ah, sind wir wieder. Die Kiste hätte jetzt nicht sein müssen. Schieß mal schon mal los, weil wer weiß, ob da wieder was kommt. Soll ich jetzt irgendwo rauffahren oder? Ich geh mal zum Zug. In Zugnähe! Pfeife! Lern Motorrad fahren!
Pfeife. Musik vor allem. Wo ist jetzt? Mann, oh Mann. Bitte nicht nochmal da. Ja! Nicht auf den Zug rauf. Ich muss bestimmt auf den Zug rauf. Na? Bitte, bitte, lass mich das schaffen. Bitte, bitte, lass mich das schaffen. Da. Ja, stell doch gleich am Baum. Hab ich aber erwischt. Ich hab's erwischt. Die kriegen. Ja, Mann, leere Mutter. Ja, du Blöde! Da, 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 da. Ja, erwischt! Ich hab euch gar nichts getan, ja. Oh ja, fahr doch noch einen Panzer auf, Mensch. Da, 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 da. Ach, shit. Mist. Mist, 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 nein, Mist, 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 Mist. Du schaffst es, du schaffst es. Du bist, oh. 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 Beide, Jackpot. Den auch noch. Jackpot. Ja. Mehr geht wohl nicht. Ich habe gerade im Chat auf die Schnelle habe ich gelesen, Adrenalinpumpe. Ob ich auf die andere Seite fahren kann vom Zug? Wahrscheinlich nicht. Na, Pfeife? Ah, shit! Ja, fahr zur Mami, Mensch! Warte mal, mit den Autos ist neu, das heißt, ich bin wahrscheinlich ein Stück weiter gekommen, oder? Oh Mann, bitte lass uns diese Zugfahrt hinter uns bringen. Ah, Pfeife, alles klar? Üb mal Auto fahren. Ja, tschüss. Da. Kurz mal runter rein. Ja! Oh, böse Mist, ja, toll. Dafür muss ich... Oh, Mann, ey. Ich krieg meine Meinung. Mann, bitte lass den Zug endlich enden. Ja, schieß! 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 Hier! Hast du, was davon? Chance, nimm mal mit. Warum nicht? Ein bisschen Übung. Juhu! Pro-mäßig! Können wir jetzt bitte den Zug beenden? Können wir diese Mission endlich abschließen? Bitte! Okay, ich bin jetzt wach. Können wir sie jetzt abschließen? Können wir, ich bin wach. Yes, wenigstens einer erwischt. Fahr bloß wieder, fahr wieder zum Zug. Hau ab, Mann. Ne? Nicht, töte dich selber, Mann. Los, 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 los. Ja, ich schick dich ins Jenseits, du. Wie kann man nur? Wie kann man nur? Chance! Und? Los, 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 los! Oh ja, fahrt doch noch gleich 1000 Autos gegen mich auf. Vor allem soll man dabei noch die explosiven Dinger treffen. Klar, die treffe ich nebenbei auch noch, wenn ich am Sterben bin. Lara, schieß den in die Birne.
Mein Gott, ein endloser Zug. Das ist der Zug, der durch die Antarktis fährt. Und sie nannten ihn Antarktiszug. Beruhig dich, finde deine innere Ruhe. Töte sie alle. Ich glaube, ich komme erst weiter, wenn ich die alle getötet habe. Man könnte fast der Meinung sein. Wo ist das Ende der Straße? Mann, ich bin schon total verkrampft. Nun mach doch mal jetzt endlich fertig hier. Chef, ich hab fertig. Ja, gut, Mann. Ich komme nicht mal besuchen. Hier, ja, du. Hier, du. Na, ein bisschen krampf. Na, wartet. Ihr wollt den Krieg! Ihr kriegt den Krieg! Sag mal, muss doch mal ein Ende geben hier, Mann! Nicht den Baum! Fahr lieber ein Stück langsamer. Stirb doch mal endlich! Der gibt da kein Ende hier! Mann, ey, da! Na! Hab ich 4 Granaten? Soll ich dir eine Granate? Willst du eine Granate haben? Ich hab noch 4 Eier für dich. Und keine Ostereier. Und durch! Ja, Sieg! Ja, na klar! Du fällst zurück, Lara. Fahr! Wenn du nicht Gas gibst, schaffst du nicht. Mann, ich fahr doch, ich. Oh, du. Jetzt. Oh nö! Nö! Wieder diese Scheiße. Auf zu schießen, da ist jetzt keiner. Bitte nicht noch mehr, Mann. Lass es jetzt irgendwas passieren. Keine Ahnung. Lass mich gewinnen oder so. Ja, jetzt macht doch noch Berge dazu. Oh nee. Ach, hör doch auf! Willst du mich jetzt verarschen? Ja, das haben wir wirklich auf Band. Jetzt darauf! Bitte darauf! Ach, Mann, nee, bitte nicht! Was jetzt? Nochmal ganz von vorne? Nee, ab da, mit dem auch den Zug habe ich noch. Okay, den Zug habe ich, jetzt krieg ich hin. Hör auf jetzt, ich kann nicht mehr. Hör auf jetzt. Oh. Der wird schon ganz warm, Mann. Ja, genau. Was, wo war noch? Jetzt. Schieß. Nicht wahr sein! Ganz ruhig, Kollege. Ich bin schon verkrampft, Mann. Ich fahr doch kein Car-Crash-Rennen hier. Car! Ich kann nicht mehr. Ja, danach höre ich aber dann, wenn ich auf dem Zug bin, höre ich aber auf. Das ist der Zug. Jetzt konzentrier dich. Bremst ab! Willst du mir etwa erzählen, das war Absicht? Natürlich. Ich wusste es. Du fällst zurück, Lara. Wenn du nicht Gas gibst, schaffst du es nicht. Oh Mann. Oh nein, was denn jetzt? Was denn jetzt? Ich bin doch auf dem Zug gewesen. Nochmal? Warum? Was habe ich denn jetzt? Habe ich was vergessen? Was denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Was habe ich falsch gemacht?
Warum denn nochmal? Ich war doch drauf auf dem Zug. Was habe ich falsch gemacht? Motocross! Bicycle Motocross! Warum nicht? Ich war doch drauf auf dem Zug. Was ist denn jetzt wieder los? Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst. Du fährst zurück, Lara. Ich war doch drauf auf dem Zug. Hätte ich absteigen sollen oder was? Was war denn jetzt falsch gewesen? Oh. Ich kann nicht mehr. Lara, lass doch mal diese Stunts. Ich weiß, du stehst ja drauf, aber ich lass uns doch einfach nur den Zug erwischen, okay? Einfach nur den Zug erwischen, Lara. Jetzt muss ich rauf. Jetzt kommt der Zug. Mach hinne. Du musst doch vor den Dings rauf. Scheiße. Ich muss hier weiterfahren. Fahr doch mal gerade. Ich wusste es. Och, nee, Mann. Was? Autsch! Mach hör auf! Das ist nicht wahr, ich sag's. Lach, Mann, du gehst mir. Alter, du gehst echt, du machst mich fertig. Du machst mich jetzt. Was? Oh, ja! Oh, nee. Runter! Zu früh? Ich hab zu früh gemacht. Ich kann nicht mehr, Mann, auf Lara. Oh geil, das sieht echt so geil aus. Oh Mann, das sieht so geil aus. Ich muss warten. Jetzt! Was jetzt? Jetzt. Puh, ich fühle mich, als hätte mich ein Zug überrollt. Was ist mit dir? Geht mir ähnlich. Amanda ist schon drin und die Tür ist zu. Und was jetzt? An der Wand rechts neben der Frachttür ist ein Ventilator. Er läuft. Jetzt kann ich erstmal also Chat lesen. Wie willst du da reinkommen? Auf den Zug weiterfahren. Ah, Timo, du musst auf den Zug weiterfahren. Oh Mann. Die anderen Dinge wären, bestimmt wäre ich auch so, mein Schlafrhythmus ist ziemlich. Und habe ich Nathalie schon begrüßt, Verlaub, und Kätzchen oder so. Kätzchen. Auf jeden Fall Hallöchen. Junge, mich fertig. Oh nee, Mann. Ja, Lara, du machst ja einen auf locker und ich war gerade am Sterben gewesen. Oh Mann. Puh. Junge. Oh, Baby, ja, kurz mal Lara genießen. Du machst mich fertig, Baby. Baby, du machst mich fertig, echt mal. Und wir haben unsere Jacke verloren.
Lara, wir haben unsere Jacke verloren. Die hat gebrannt, ich weiß. Dass du da so locker bleibst, Lara, also ich bin total aufgeregt gerade. Ja, dass du da so entspannt jetzt einfach da so stehst. Wir haben es geschafft. Ich muss noch weitermachen bis zum nächsten Kontrollpunkt, sonst muss ich bestimmt nochmal den Zug machen oder so. Die machen einen fertig. Habe ich was verpasst im Chat? Achso, ihr könnt immer auch Natalu oder so, ihr könnt immer, wenn mal Leute was fragen oder so, könnt ihr mal eingeben, Ausrufezeichen Chat. Gib uns mal Ausrufezeichen. Und nein, Kose, du hast mich nicht begrüßt. Oh, denn Hallöchen. Natalu, doch, ich hab dich doch vorhin, wäre ich gekommen bist oder so, oder? Ja, ich bin total erschöpft. Leute, ich bin total erschöpft. Oh Mann, ich bin erschöpft. Ich bin total erschöpft. Ja, das hat mich voll Lebensenergie gekostet. Oh, hat mich das gerade fertig gemacht. Das ist immer ein Stück Unterschied. Oh, mir tut alles verkrampft. Tut der Arm weh sogar. Mann, Mann, Mann. Ich komme mal vor, als hätte ich das wirklich erlebt. Ey. Mann, Mann, Mann. Ich muss noch ein Stück weiterspielen, bis zum nächsten Kontrollpunkt oder sowas. Ich will nicht nochmal das Zugding jetzt machen. Ich will es nicht nochmal machen jetzt. Lieber sterbe ich gegen irgendwelche Typen oder so. Nicht nochmal jetzt diese Zugnummer. Jetzt. Wir haben eine Serie geschaut und als ich hier ankam, wurde ich ignoriert. Dann kam. Ihr könnt ja mal eingeben, Ausrufezeichen Chat. Ich spring mal. Ach so, kann man gar nicht springen oder was? Lara, lass uns erst mal gucken in Ruhe. Nein. Und warum stehen ja diese Dinger? Bestimmt kommen jetzt gleich wieder böse Leute, die mich tot machen wollen. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielem wirst du dir einig sein. Doch dieses Leben bietet so viel mehr. Manche lieben dich, manche hassen dich. Ich bin erschöpft. Hey ho, Hypno! Nerox, Hallöchen! Hallöchen, Nerox! Und überhaupt, genau, ich bin gerade erschöpft. Und Katsuro-kun, Hallöchen, Katsuro-kun! Ich habe gerade echt Action gehabt, Leute. Ich bin total fertig. Lara hat mich gerade echt geschafft. Lara, du machst deine Flocker. Und ich? Ja, du guckst einfach nur geschmeidig. Ich habe gerade, musste hier im Kopf ducken und musste über Züge und es hat gebrannt und alles im Motorrad fahren. Wegen dir. Und wo ist hier der Ausgang? Lass mich raten, wir gehen da lang? Nicht. Lass mich raten, wir gehen da lang? Nicht. Das heißt, die Lösung muss hier irgendwo sein. Ach, ich ahne was. Ich glaube, ich ahne was. Ich muss die Kanister anschießen, bestimmt. Mann, du machst doch schon mal Ramen nach! Ich muss wahrscheinlich die Kanister anschießen. Mensch, Hypno, du kannst mich auch Max nennen. Bin der Freund von Melli. Max! Nee, aber Katsuro-kun klingt auch geil. Ich finde den Namen geil. Katsuro-kun. Katsuro-kun, ich finde den geil, den Namen.
Und, hast du ein Loch irgendwo reingemacht? Nee. Okay, dann den da vielleicht. Das Ding ging wieder in die Hose. Auch Monster Nummer 4 klappte nicht. Lass mich raten, ich hätte da nicht runterspringen dürfen. Oder doch auf den Zug? Ah, da brennt's. Auf jeden Fall bin ich jetzt unten. Nee, da war ich ja. Hier probieren wir es trotzdem mal. Vielleicht hier irgendwo? Lara, geh hoch. Geh hoch. Geh doch hoch. Oh, na, rockety, rockety, konke. Jungs, ich finde, du bist einer der besten Streamerinnen hier auf Twitch. Du bist lustig, locker und verrückt. Ach, es gibt bestimmt noch viele andere Geile. Richtig, so richtig feuchte Geile. So. Ah, irgendwas mit dem Seil. Ich hab's geahnt. Ich soll bestimmt noch die Kiste. Also schieß jetzt nicht die Kiste kaputt, Lara, okay? Schieß jetzt bitte nicht die Kiste kaputt. Die brauchen wir, glaube ich, vielleicht. Bin mir nicht sicher, aber lass sie heile. Geh mal rauf! Oh Mann, oh mein Ding. So, jetzt. Ich glaube zwar nicht, dass wir an den Seil daran kommen, aber gut, wir können es ja probieren. Ich hab's gewusst. In uns ist ein wahrer Assassin's, Lara ein Assassin's Creed, wenn wir beide zusammen nicht so wären. Warte mal, die Kiste vielleicht ranschieben. Nicht treten, schieben! Na gut, dann dreht sie dahin. Aber bitte nicht kaputt machen jetzt. Ah, passt sogar. Hey, hey Lara, das hast du gut gemacht. Das hast du gut gemacht und wirst doch nicht ausgelacht. Du musst dieses Seil da hochklettern. Ja, Temo, die Idee ist gar nicht so warte mal, das ist eine Leiter. Ich sehe eine Leiter. Aber die ist da hinten, da kommen wir nicht rein. Wir probieren es mal blauäugig, wie wir hier sind. Achtung mit Anlauf auf der Kiste. Okay, so viel zu dem Thema. Es funktioniert nicht mit der Kiste. Wir müssen hier irgendwie rein. Hier gibt es irgendwo, da ist eine Leiter. Wie kommen wir da rein? Wie kommen wir da rein? Ich ahne was, ich ahne was. Warte mal, ich ahne was. Ich muss da oben rauf und dann mich rüberziehen, oder? Plan XJ310 nochmal. Geh rauf. Ja, jetzt so. Wir müssen hier irgendwas machen. Und zwar, ah, da, ich sehe es schon. Habe ich es doch geahnt. Ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Ja. Okay. Ah, kannst du es nochmal machen? Ja, weil das brauche ich jetzt. Nach der Zugnummer, Baby, nach der Zugnummer mach mal dieses langsame Rückwärts. Oh Mann, ja, warte nochmal. Hudli, hudli, du! Ey, was nu? Ey, ey. Genau, lauf erstmal, genau, du hast mich, Lara, du hast mich gerade auf eine Idee gebracht. Lauf erstmal langsam. Ja, yeah, Mann. Okay, jetzt Konzentration, Lara. Mach noch mal ein bisschen langsam von vorne, bitte. Nur für mich. Ja, Mann, das ist es. Das ist es. Das habe ich gebraucht, Lara. Das habe ich gebraucht. So. Dann los. Yes! Strike! Strike! Ja, schwing mal ein bisschen. So. Oh Mann, du machst. Lara, das machst du sehr, sehr gut. Lara, das machst du sehr, sehr gut. Oh, juhu! Also, geht doch. Warum nicht gleich so? Oh, jetzt wird es wieder eklig. Jetzt wird es wieder eklig. Dann rüber. Ach, nee. Ich hab's gewusst. Ich habe die Stangen schon gesehen von unten, als sie beim Zug war. Da habe ich die Stangen schon gesehen. Die macht wieder ihre Akrobatennummer. Oh, nee.
Nee, 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 nee! Und dann einfach runterspringen. Nee, nee, da springen wir. Kannst du da... Lara? Uiuiuiui. So, jetzt darüber. Können wir da ein Schild reinspringen, Lara? Was meinst du? Kriegen wir es beide hin? Probier mal. Ja, es hat sogar geklappt. Das war nur eine Fantasie von mir, aber es hat geklappt. Das war ein Traum. Kann ich da rüber, Lara? Lass mal, ich will mal die... Gibt es da eine Treppe, Lara? Ich sehe die Treppe sonst nicht. Ist da eine Treppe? Nee. Und wenn nein, wo runter jetzt? Einfach runterspringen oder was? Nee, so einfach kann es nicht sein, oder? Wo willst du da hin? Da ist aber nichts. Oder doch? Lara, da ist nichts. Aber guckt euch mal die Lampe an. Könnt ihr es sehen mit der Lampe? Der Nebel von der Lampe? Voll geil, oder? Oh, meine Haare. Oh, Katzichen, genau, Katzichen, glaube ich, genau, Katzichen. Katzichen und Nathalum wollen privat talken. Privat-Talkshow. Muss ich jetzt hier an eine Leiter springen? Gibt es hier eine Leiter oder nicht? Lara, mach doch mal noch ein Stück. Ich geh mal lieber in die Mitte. Sicherheitshalber gehen wir in die Mitte und machen dann diese Ich spring mal rüber Nummer. Okay. Das ist ja gut. Ja, Kontrollpunkt erreicht. Geschafft, Leute. Jetzt kapier können wir aufhören. Das war schwer. Das war schwer. Das war ein. Das hat mich echt geschafft, Lara. Muss ich mal echt sagen, Lara. Wie jetzt? Wie soll ich denn da rankommen? Ach so, die Nummer wieder. Ach komm, überbrennendes Feuer auch noch hinweg. Ach komm, Lara jetzt. Überbrennendes Feuer. Ganz schön heiß hier, oder? Wenn wir bei Hypnos World sind, sagen wir immer, ganz schön heiß hier. Ja, ich bin ja auch wegen pornografischer Darstellung gebannt worden. Weil es hier immer so heiß ist. Wo ich bin, ja, wo ich bin, ist Feuer. Wo ich bin, ist die Hitze. Wo ich bin, da brennt es. Da ist Feuer. Da bin ich und da ist auch Lara. Ja, Mann. Hypnos World. Das ewige Feuer. Ja. Wo wir sind, da brennt es. Ja. Und alles hinter uns brennt. Spürst du den Boden beben? Tausende müssen sein, da stehen sie bei Hypnos World, atmen den Hauch des Todes. So, Hass erfüllt und voller Leid. Wir lassen es brennend ausklingen, oder? Ja, wir sollten es, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Es brennt gerade so schön, also lassen wir es ausklingen. Lara Croft. Und das und der brennende. Nee, und der brennende Raum? Nein, das klingt. Und der brennende Traum? Nein, Raum? Ja, hören wir an der Stelle hier auf. Speichern wir ab. Schwing! Klick, klack, klick, klack. Machen wir auch ein neues Ding auf. Sicherheitshalber. Bin mir nicht ganz sicher. Sicher, sicher. Geschafft! Geschafft! Mann, bin ich erschöpft. Lara, du hast mich ganz schön geschafft. Wie spät haben wir es denn jetzt überhaupt? Dim, dim, da, da, dim, do, do, dim, da, da, do, do. Fortschritt, ja, ich habe doch abgespeichert, oder? Lieber speichere ich nochmal ab. Nee, ich habe ja einen neuen Spielstand gemacht. So. Lara hat uns ganz schön geschafft, kann man sagen. Wollen wir nochmal zu ihr nach Hause gehen? Nee, nee, aber wir können mal gucken, was sie im Schrank hat. Das können wir von hier aus sehen. Was? Ja, Mann. Und zwar... falsch. Extras. Kostüme. Blau. Ah. Heiß. Was haben wir noch? Heißer. Ah.
Alles anders und anders. Hallo? Ach, das war's. Okay. Da fehlen uns aber noch viele, 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 viele Kleiderchen, glaube ich. Nochmal drehen. So. Na, 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 na. Zeig mal das Blaue nochmal. Einfach geil. Das Pistolen-Upgrade. Keine Pistolen-Upgrade? Spezial, warte mal. Warte mal, Spezial geht gar nicht hier. Schaut mal, Spezial ist noch ausgegraut. Das ist ja ein Ding. War das schon immer ausgegraut? Weiß ich gar nicht. War das schon immer ausgegraut? Und wenn ja, was ist dieses Spezial? Dann bin ich aber mal gespannt, wann das mal kommt. Oh, jetzt habe ich ausgedrückt. Ich dachte, ich habe noch was anderes. Naja. Ich habe noch gar nicht richtig schussklar gesagt. Wir hatten uns ja, ne, richtig verabschiedet, haben wir uns nicht so ganz. Nein, auf ein Wiedersehen sozusagen. Gut, dann für die YouTube-Leute erstmal, ich schalte erstmal ab. Ich bin irgendwie sichtlich verwirrt gerade, irgendwie so. Also die Zugnummer, das war ein hartes Ding. Ein endloser Zug, Junge, Junge. Und das, habt ihr gesehen? Mit Macke vor allen Dingen, habt ihr diesen, das bringt doch nur Cosima fertig, oder? Ich stürze 1 Million Mal in den Abgrund und kann mich aus diesem Abgrund nicht mehr retten. Der ewige Tod, habt ihr gesehen? Lara Croft, der ewige Tod, den habe ich geschafft, den ewigen Tod. Ja. Wahnsinn, das krieg auch nur ich hin. So, erstmal abschalten und erstmal die Gedanken wieder sammeln, irgendwie so. So nach dem Motto, die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Irgendwie so. Sie fliegen vorbei und die Harten kommen in den Garten. So. Und ich habe Geburtstag.